Hallo Leute, weiter geht's bei Yooka-Laylee. Nachdem ich das Spiel beim letzten Mal irgendwie kaputt gemacht habe, blöderweise. Ja, muss ich es halt ausmachen. Aber, ja. Ist jetzt nicht so wild, nicht wahr? Soweit wurde auch alles gespeichert. Ey, diese verkackten Viecher, ja. Hier drin waren wir. Hier drin habe ich es geschafft, das Spiel kaputt zu machen. Ja, ich bin gut in sowas, nicht wahr? Spiele kaputt machen. Ja, das ist so. Aber jetzt mal unter uns. Was bringt es mir hier zu tauchen? Ich kam ja... Was zur Hölle? Habt ihr das gesehen? Ich war gerade kurz im Wasser. Vielleicht ist das Spiel noch nicht ganz so ausgereift, wie es ausreifen könnte. Möchte ich jetzt einfach nur mal gesagt haben. Ohne was Böses zu wollen. Versuchen wir es nochmal hier drin. Okay, versuchen mal rechts. Dann komme ich da oben hin. Dann komme ich da drüben hin. Wenn ich hier bin, bin ich dann wieder an derselben Stelle. Also das bringt mir nichts. Und links bringt mir aber irgendwie auch nichts, so wie ich das sehe. Ich bin dann auch hier irgendwie. Ja, ich bin immer am selben Ort. Irgendwie. Oder kann ich irgendwo durch die Wand durch? Natürlich kann ich durch die Wand durch. Zwar da unten. Aber ansonsten nirgendwo, oder? Nee, ansonsten nirgendwo. Shit. Dachte jetzt, ich hätte etwas total Einfaches übersehen, aber scheinbar nicht. Hier komme ich auch nicht weiter. Ja, nun gut. Nun gut, nun gut. Ich muss doch aus irgendeinem Grund hier drin schwimmen können, oder? Es muss doch irgendeinen Grund geben. Oder was übersehe ich jetzt hier gerade? Nein, 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 das war nicht gut. Jetpacks and Bottles. Das Buch ist gleich mehrmals vertreten, genau wie das da oben. My Way or the Flyway. Das sind immer dieselben Bücher irgendwie. Möchte ich mal anmerken. Okay. Kann hier nicht umsonst sein. Ah! Warum hat das vorhin nicht geklappt? Egal. Aha. Ich kann den Schalter eh nicht betätigen, solange hier drin Wasser ist. Okay. Klopf, klopf, wer ist da? Yooka, Yooka, wer? Jo, kann mal einer die beiden Witzbolde rauswerfen? Ah, das hätte beinahe geklappt. Nochmal versuchen, aber ich glaube nicht, dass das geht. Nee, das geht nicht. Ja, dann denke ich mal, bin ich hier im Archiv relativ falsch, oder? Was soll hier dieser Pfeil? Ist hier irgendwie ein Buch, das ich... bewegen müsste oder so. Was soll dieser Pfeil? Ich verstehe es nicht. Wo muss ich als nächstes hin? Verstehe es gerade echt nicht. So viele Möglichkeiten habe ich ja eigentlich gar nicht. Oder? Oder? Hier hinten ist nur der Dino. Moment, andere Idee. Nehm das hier mit, geht dann hier hoch und versuche hier rauf zu ballern. Okay, geht nicht kaputt. Geht nicht kaputt. Hätte ja sein können. Nee, aber ansonsten habe ich gerade echt keine Idee mehr, wo ich noch lang gehen könnte. Ernsthaft? Ihr schon? Irgendwas Großes scheine ich zu übersehen. Ah, vielleicht dieser riesige Weg hier. Oh,
Hallo? Ah, meine guten Kumpels. Ihr könnt von meinem fantastischen Angebot nicht... nicht lassen, oder? Nein, du blockierst den Weg zur nächsten Welt. Naja, ihr braucht sicher einer meiner ersten Tricks, um diese Kluft zu überwinden. Und weil ihr mir helft, meinen Umsatz in den Stumblock-Tropen zu steigern, ist es für euch kostenfrei. Nun, wenn es umsonst ist, dieser nächste Trick wird uns lila Freundin ermöglichen, durch den Himmel zu gleiten, wenn X gehalten wird. Oh, super. Spring einfach mit X in die Luft, drücke und halte dann X ein zweites Mal, um zu gleiten. Das klingt nützlich. Ich hoffe, du bist der Aufgabe gewachsen, Lily. Ich habe ausgiebig gefrühstückt. Kein Problem. Diese Flügel sind stärker, als sie aussehen. Super. Such mich später in der Bücherei auf. Ich habe da noch ein... was... inoffizielles Angebot für euch. In der Bücherei. Kann ich das jetzt schon machen? Versuch's einfach mal kurz. Aber vermute ich ja nicht. Wobei das nicht die Bücherei, das ist das Archiv theoretisch. Ich versuch's trotzdem mal kurz, ob er jetzt hier ist. Beim Pfeil zum Beispiel. Nee, da ist er nicht. Und da ist er auch nirgendwo zu sehen. Okay. Muss ich vermutlich zuerst die Welt betreten und dann wird er auch seinen Platz wechseln. Weil ich muss den ja immer anquatschen können für den Fall, dass ich vergesse, wie der Move funktioniert, nicht wahr? Oh, und wie weit die beiden fliegen können. Das ist ja geil. Das ist halt echt geil. Ist da unten was? Nee, nicht wirklich. Aber die können ja ultra weit segeln. Das ist ja total geil. Und hepp. Oh, wie toll ist das. Wie unglaublich toll. Das gefällt mir. Okay, dann sind wir kurz vor Welt 2 dann, scheinbar. Finde ich sehr gut. Das ist nochmal so ein Typ. Ah, das sind... Ach so, das sind Kanonenkugeln. Ach so. Die letzte Kiste, die wir gesehen haben, die sah für mich so aus, von wegen, da versteckt sich jemand. Mit dem Kopf zuerst. Warum ist da unten offen? Weil ich da nach unten gehen kann. Wow! Das sah so aus, als würde es funktionieren, aber hat dann schlussendlich doch nicht funktioniert. Es sah aber so knapp aus. Ich möchte es gerne nochmal versuchen, irgendwie. Ich möchte es halt gerne nochmal versuchen. Ja, ja. Und... ich möchte es echt nochmal versuchen. Tut mir leid, es muss sein. So. Okay, okay, okay. Kriegen wir doch irgendwie hin. Nee, wir werden zu... Okay, okay, okay. Es sieht am Anfang so gut aus, aber dann... ja, reicht es halt nicht. Okay, sorry. Ist ja in Ordnung. Ich werde eure und meine Zeit nicht mehr strapazieren. So, wir suchen jetzt Welt 2 auf. Was wir eigentlich schon lange hätten tun können und sollen. Aber wie gesagt, ich möchte mich hier halt umsehen. Weil es halt so cool aussieht. Ja, da rechts gehen wir nicht lang. Da habe ich hier eine Kiste. Oh, Eiseier. Ich frage mich... das war falsch. Scheinbar nicht. Das da oben? Auch nicht. Okay. Das hier bringt auch nichts. Okay. Ey, wir mal ab und zu ein bisschen was testen, nicht wahr? Immer mal ein paar Gegner stunnen. Ist auch nicht verkehrt. Ich möchte mal darunter. Oder erstick ich hier? Nee, es scheint mir nicht zu passieren. Ich brauche keine... Was? Ich hatte hier schon mal mit einem Reptil zu tun. Ja, ja, hast du schon mal gelabert. Hallo, ihr Typen. Einer müsste noch am Leben sein. Der Chef. Eine Kiste. Eiseier ebenfalls. Und da ist was zu essen für uns. Ja, gut. Gut, 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 gut. Aber... hat mir bisher auch nicht viel gebracht.
Was soll das sein? Schnee. Hm, Schneelevel, super. Oh nein, dieser Vollidiot. Okay, das ist nicht so gut. Kann ich den vielleicht mit Eiseiern? Ich sage immer Eier. Aber dabei sollen es wahrscheinlich Bären oder so sein. Ich versuche mal, ob ich den so einfrieren kann. Ha! Tatsächlich. Tatsache. Wie geil. Alles erkunden hier, alles erkunden. Ups. Eigentlich wollte ich das Wachpersonal explosiv machen. Okay. Okay, das ist bestimmt nur ein Zurückgehweg. Du bringst mir im Moment auch noch nichts. Ja, ich habe L2 gesehen, aber... Was? Warum komme ich da nicht hoch? Das ist scheinbar zu rutschig. Scheinbar. Mhm. Okay, da haben wir Welt 2. Da haben wir Welt 2. Oh, wie geil ich jetzt überall hinkomme. Da oben ist ein Peachy. Und das möchte ich mir holen. Shit. Warum hat das nicht funktioniert? Mit diesem Fliegen ist es halt schon ziemlich geil. Das hätte schon stimmen müssen eigentlich, da drüben. Dr. Quark heißt eigentlich Dr. Kaldesack. Es gab da aber einen Tippfehler auf seiner Ärztezulassung. Was für eine Wendung. Ja, meinetwegen. Komme ich jetzt irgendwie da hoch? Ne! Ich war doch oben, verdammt. Ich möchte jetzt da rankommen, irgendwie. Ich bin aber noch nicht ganz sicher, wie. Ich glaube, ich soll da noch gar nicht rankommen, oder? Es sieht für mich so aus, als ob ich es theoretisch könnte, versteht ihr? Mir fehlt halt so der typische Hochsprung, versteht? Was war das jetzt? Der typische Hochsprung, von wegen, man duckt sich und dann kann man viel höher springen. Ja, kennt man von guten alten Plattformern. Ich bin oben. Es fühlt sich irgendwie nicht richtig an, was ich hier tue. Nee, definitiv nicht. Aber wie gesagt, es könnte klappen. Ich bin bald oben. Schaffe ich diesen Sprung da? Ja, und ich werde diesem Idioten jetzt auch nicht mehr zuhören. Ich schaff das! Wie geil! Wow! Ihr habt stapelweise Pages gefunden! Capital B wird ganz außer sich sein. Ja, aber nicht vor Freude. Vergesst nicht, dass viele meiner Freunde sich in den Bereichen verstecken, die nur zu finden sind, wenn die Großwälzer in Ivory Tower erweitert werden. Ja, das ist mir schon klar. Ich würde sagen, wir erweitern das Ding hier gleich, nachdem wir es geöffnet haben, oder? Ihr braucht 3 von uns, Pages. Nur 3? Ja, gut. Okay, 3. Merken wir uns. Für den Glitzerfrost-Gletscher. Ja, mach mal. Und wie gesagt, dann am besten gleich erweitern. Dann kann ich alles in einem Rutsch theoretisch einsammeln. Nur theoretisch, ja. Ob das klappt? Nicht vergessen, ihr könnt diese Welt erweitern, sobald ihr 5 Pages gefunden habt. Ja, das möchte ich doch machen. Wie ich höre, verhilft die erweiterte Version des Glitcher Force Gletschers zu einer anderen Perspektive. Es geht jetzt noch gar nicht, oder wie? Doch, geht. Ihr braucht 5, um die Welt zu erweitern. Ja, macht das gleich, natürlich. Liebend gern. Wunderschön. Damit hätten wir die Welt erweitert. Ich hoffe, das hat jetzt gespeichert. W-
wird es bestimmt haben. Aber Leute, die nächste Welt sehen wir uns erst beim nächsten Mal an. Denn das war es bereits hier für heute mit Yooka-Laylee. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!